ihr Lieben, eure Angie ist wieder da. Jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, Dehnen und Stretchen hier in Schloss Mahnsdorf. Ich beginne jetzt mit dem Dehnprogramm. 30 Minuten wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder bei mir und habt auch Spaß dabei. Und wir beginnen einfach jetzt. Ich stelle mich hüftbreit auf, nehme meine Arme nach oben, versuche meinen Rippenbogen zu öffnen und schwinge. Und ein letztes Mal gehen wir tief.
Schulterblätter ziehe ich nach hinten und wir gehen vor. Und wir kommen wieder zurück, lösen, Schulterblätter wieder flach nach vorne bringen. Und ich ziehe meine Schulterblätter nach hinten, hebe meinen Arm und gehe nach vorne. Bleibe in dieser Position, stütze mich mit meinen Händen auf meinen Oberschenkel ab, sehe immer noch meine Füße, wenn ich nach unten schaue vorne und kippe jetzt mein gestrecktes Bein, was sich hinten befindet, winkel ich an. Der Hacken bleibt unten und ich spüre mein Schienbein, meine Wade und ich strecke wieder. Wieder ankippen. Hacken unten lassen, ganz wichtig, und wieder strecken. Ich hoffe, ihr seht es bei mir. Und wieder anwinkeln. Und wieder strecken. Und ein letztes Mal anwinkeln. Und wieder strecken. Wir wechseln einmal, nehmen das andere Bein zurück, beginnen in der ersten Übung. Wir stellen die Beine auf und versuchen schön gerade zu sitzen. Dann löse ich, nehme meine Arme zur Seite und schiebe meinen oberen Arm nach oben und meinen unteren Arm nach hinten. Halte. Wieder zur Mitte, andere Seite. Schön gerade bleibt ihr vom Rücken. Und wieder nochmal wechseln. Achtet auf die Haltung. Und nochmal die andere Seite. Lockert einmal kurz auf.
weiter auf. Die Füße und die Knie drücken wir zusammen. Die Arme nehmen wir nach vorne. Wir richten uns auf. Und wir ziehen unsere, die Hände fügen wir zusammen. Und wir ziehen unsere Schulterblätter zurück. Und wieder vor. Nur die Schulterblätter, nicht die Arme. Und wieder zurück. Und vor. Das A und O ist auch die Haltung. Füße sind zusammen, Beine sind zusammen. Rücken ist gerade, Arme haben wir lang. Und die Schulterblätter ziehen wir zurück. Halten. Und wieder vor. Und wieder zurück. Und ein letztes Mal. Und wir lösen. Wunderbar, wir strecken die Beine. Eine Muskelübung in einer Dehnübung. Die Füße sind geflext und ich versuche mit meinen Händen nach vorne zu gehen, so weit ich kann. Gar nicht geht, kann man sich immer Hilfsmittel dabei legen. Man nimmt ein Handtuch, wenn man nicht so beweglich ist wie ich, spannt es um die Füße, Beine sind gestreckt und ich ziehe mich vor und spüre schön die Dehnung. Atmen tun wir dabei und wir lösen natürlich auch wieder. Und wir ziehen wieder ran. Und richten uns wieder auf. Und wer das Handtuch nicht benötigt, legt es beiseite. Und wir gehen wieder vor. Atmen. Und lösen wieder. Wunderbar. Klasse. Wir nehmen das rechte Bein zur Seite, winkeln es dabei an. Ich richte mich wieder auf und ich gehe nach vorne. Und bei der Übung, wenn ich nach vorne gehe, drücke ich mein Bein nach unten. Wiederholen nochmal die Übung. Wir gehen wieder vor. Und lösen. Und ein letztes Mal gehen wir vor. Lösen. Wir bleiben in dieser Position und versuchen jetzt in der Mitte nach vorne zu gehen. Das Bein bleibt gestreckt, Arme nehmen wir lang vor. Und wichtig bei der Übung ist es, den Po unten zu lassen. Und wir kommen wieder zurück. Und wiederholen nochmal die Übung. Wir gehen wieder vor. Fuß ist geflext, Bein ist gestreckt. Und wir lösen. Wir wechseln die Beine. Man hat immer eine Seite, die besser klappt. Also nicht verzagen. Das Bein ist gestreckt, der Fuß ist geflext und wir gehen wieder vor. Und drücken bewusst das angewinkelte Bein nach unten zur Matte.
und wiederholen nochmal die Übung und wir gehen nochmal vor. Wir lösen, bleiben immer noch in der Haltung, gehen mittig nach vorne. Popo bleibt unten. Richten uns wieder auf und gehen nochmal vor. Richten uns wieder auf und ein letztes Mal. Arme sind lang. Und wir lösen, kommen wieder nach oben. Wunderbar. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Nehmen das rechte Bein nach hinten. Wichtig bei der Übung ist es, dass das Bein gestreckt ist und ich schiebe mich nach hinten und richte mich mit meinem Oberkörper auf. Wir legen uns nicht ab. Andere Bein und gehen zurück. Und lösen. Nochmal Wechsel bitte. Nochmal das rechte Bein schieben wir zurück. Nochmal Wechsel. Wir kommen wieder zurück, gehen auf die Knie, hüftbreit, stabilisieren uns. Nehmen das rechte Bein zurück. Becken kippe ich an. Und wir lösen. Und wiederholen nochmal die Übung. Ich nehme das Bein mit zurück. Kippe mein Becken nach vorne. Richte mich auf trotzdem. Und löse. Wir haben ja noch das andere Bein. Wir konzentrieren uns. Und auch hier kippen wir das Becken wieder an und spüren schön die Dehnung im Oberschenkel. Und wiederholen nochmal die Übung. Wir konzentrieren uns und Becken ankippen.
wir lösen. Wir legen uns auf den Rücken. Wir stellen die Beine auf. Das rechte Bein lehnen wir gestreckt ab und das linke Bein, den Fuß, stellen wir auf unser rechtes Knie. Ich nehme meinen linken Arm und lege ihn seitlich ab und mit meiner rechten Hand ziehe ich mein linkes Bein zur rechten Seite, soweit ich kann. Schaue nach links zu meiner Hand. Meinen rechten Arm habe ich abgelegt und mit meiner linken Hand ziehe ich mein rechtes Bein zur Seite. Es geht nicht darum, das Bein abzulegen auf der Seite. Es geht darum, dass die Schultern und die Arme oder der Arm Bodenkontakt hat. Zur Mitte und nochmal die andere Seite. Und wir lösen, machen uns einmal ganz lang, recken und strecken uns. Und atmen tief in den Bauch ein und aus. Dann stellen wir die Beine auf. Die Arme lege ich unten ab. Und ich versuche, meine Oberschenkel zum Oberkörper zu bekommen. Meine Füße sind geflext und von außen umfasse ich meine Füße, hebe den Kopf dabei und halte. Mache mich ganz klein. Ich lege mich wieder ab und wiederhole nochmal die Übung. Eine sehr angenehme Übung für den unteren Rückenbereich. Legen den Kopf wieder ab, legen die Arme ab und wer es schafft, kann die Beine mit nach oben nehmen, über den Kopf. Und wir kommen wieder zurück, ganz langsam. Stellen die Beine wieder auf. Und wiederholen noch einmal die Übung. Ich nehme sie mit nach oben und lege sie ab. Schaue zur Decke dabei. Und komme langsam wieder zurück. Beine auf
umfasse meinen linken Oberschenkel. Ich greife mit meiner rechten Hand durch meine Beinöffnung und umfasse jetzt meinen linken Oberschenkel, ziehe die Beine zurück und spüre in der rechten Gesäßhälfte die Dehnung. Der Kopf bleibt abgelegt, das linke Bein ist wieder gestreckt, es ist ganz locker. Wenn ihr keine Dehnung spürt, ruft mich an, dann muss ich euch das nochmal erklären. Und wir lösen, wechseln die Beine. Und auch hier greife ich mit der linken Hand zwischen meinen Beinen, umfasse meinen rechten Oberschenkel und ziehe alles zum Oberkörper. Spüre die Dehnung im linken Oberschenkel und in der linken Po-Hälfte. Und wir lösen, das machen wir gleich nochmal, wir wechseln noch einmal und wiederholen. Mit dem Oberarm, dem rechten Oberschenkel noch wegdrücken und ein letztes Mal die andere Seite. Stellen die Beine auf, kommen über die Seite zum Abschluss nochmal in den Vierfüßlerstand. Machen nochmal den Rücken rund. Und wieder gerade. Und nochmal rund. Wieder zur Mitte, werden noch einmal rund und legen uns nach hinten, rollen zusammen wie ein Blatt, machen uns ganz klein, alles ist ganz locker und entspannt. Atme tief ein und aus. Und kommen langsam nach oben in die Sitzposition, richten Wirbel für Wirbel auf. Und sind schon wieder fertig.